irgendwann claimen wegen dir. Geh mal, die meldet sich. Was ist hier los? Gesundheit! Es wurde keine Kopfausrichtung durchgeführt, ey. Ich glaube, pass auf, willst du sehen, Kopfausrichtung? Ja, mach mal. Sehr gut. Ich raste da auf. Eine neue Investition der Firma JP Performance GmbH. Peter, willst du kurz... Peter, was habe ich mit meinem Namen? Heute? Meine Güte, du bist Max. Max, willst du ganz kurz erklären, warum wir diesen R2D2 gekauft haben? Wir haben diesen R2D2 gekauft, dass wir die ganze Clothing-Nummer vorher auf die Shirts legen können, um zu gucken, wie groß das alles wirklich ist. Dass wir sehen, wie es dann im Endeffekt wirkt. Nur R2D2 hat keinen Bock gerade. Und R2D2 war auch nicht billig. Das kriegen wir gleich hin, alles gut. Das kriegen wir hin, ja. Hoffen. Ja, kriegst du das hin? Ich probiere aus. Im Notfall komme ich. Ja, mach das mal. Und ich stelle das ein. Bin gespannt. Ich glaube, das hat sich mal in die Hose geschissen. Ich glaube, da hat sich der Kopf eingestellt. Komm, wir müssen uns beeilen, weil wir haben nämlich ein bisschen Unterbesetzung in der Mediaabteilung. Der Nobby muss ein Video fertig schneiden, aber wir müssen einen Anfang drehen, weil es muss was weiterfoliert werden. She got my money! She got me! Was für Training? Ja, man nicht wieder fit bin. Immer noch nicht? Doch, ich bin. Aber so ein bisschen kommt es mir vor, als ob du irgendwie entweder. Warte. Was? Willst du, dass mir. Nein, ich drück mich nicht, Junge. Auf gar keinen Fall. Nee, ein bisschen kommt es mir so vor. Was? Du wirkst für mich fit genug. Und dann habe ich eine Lungenentzündung nächste Woche. Und dann? Ich habe eigentlich gerade nur gehört. Mimi. Also jetzt habe ich gehört. Sag nochmal. Nächste Woche. Nochmal? Was? Ich kann. Ach, komm schon. Manu, was hast du denn dazu? Nee, warte. Manu sitzt hier. Was ist deine Beine? Manu! Was ist denn hier passiert? Ich glaube, da ist er mal abgeschurzt. Ja, gut. Aber seitlich. Ja, gut. Gut. Tschüss. So, ja, wir geben eben Gas und holen den Beetle nämlich rüber. Zeige ich nochmal eben, warum der Beetle nicht lief im letzten Video. Beim Rollout. Ganz doofer Grund. Und dann geht er zu Engin und dann bekommt er seine Kampfbemalung. Dann kommt noch ein anderes Teil und es kommt auch noch eine Person in diesem Video. Das ist ja voller Überraschungen, dieses Video. Wenn die Person vor die Kamera kommt, das weiß ich noch nicht genau. Wir müssen gucken. Ansonsten stellen wir die Szene nach. Stell die Situation nach. Richtig schlecht, Alter. Richtig schlecht. Keine Zeit. Oh. Der Reinbach macht schon. Also, da ist das womöglich eine der schönsten Autos, die wir je gebaut haben. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Und Distanzscheiben machen wir noch drauf. Das ist mir im letzten Porn aufgefallen. Das steht hier nicht so geil. Also, wir sind gestern gefahren. Hier machen wir noch ein paar Distanzen. Vorne würde ich sagen, nein. Und wir können auch gleich gucken, wo er geschliffen hat. Also, wir drehen nur den Anfang schnell. Das ist die Leitung. Die ist abgegangen. Und wenn diese Leitung abgeht, ist das ein riesengroßes Problem. Denn diese Leitung geht zum N75-Taktventil, was wir hier sehen, regelt den Ladedruck und regelt das Schubumluftventil. Und das in Kombination ohne Unterdruck ist eine sehr, sehr schlechte Situation, weil der Steuerdruck regelt den Abgasstrom, der Richtung Abgasgehäuse geht. Wenn der nicht geregelt wird, geht der volle Abgasstrom über das Abgasgehäuse im Abgasturbolader. Wenn das passiert, in diesem Moment, haben wir folgendes Problem. Der Ladedruck schießt durchs Dach. The roof is on fire quasi. Und wenn das passiert, wird das Steuergerät in diesem Fall ein... Lass dich nicht so irritieren, ich hab nur nach hinten geguckt. Okay. In diesem Fall haben wir einen Steuergerät. Was haben wir nochmal verbaut? Das teure. Wir haben verbaut. Wir haben verbaut. Cyvex! Das Cyvex-Steuergerät detektet über den Ladedrucksensor, der hier sitzt. Detektet das Steuergerät dann einfach: Mensch, das ist für diese Drehzahl zu diesem Zeitpunkt deutlich zu viel Ladedruck. We make a cut. Und dann ist einfach vorbei. Also wäre nur das kleine, manchmal liegt es im Detail, wie bei der Formel 1. Das ist ein 1-Euro-Teil hier. Ne? Und sorgt für so Kopfschmerzen. Und es geht weiter im Text in Sachen Beetle. Ja, beim Engin war der schon. Und ich habe ja vorhin, wo ich über die Straße gegangen bin, angekündigt, dass zwei Personen kommen, die mit dem Auto sehr doll in Verbindung stehen. Die sind wo? Drüben, ne? Drüben im Gebäude 1. Gebäude 1. Okay, und zwar, wir fragen genau Hackbart, ne? Ja.
Björn Hackbart. Björn Hackbart ist nämlich der Herr, der das Auto designt hat. Okay. Genau, und ich freue mich echt auf den Moment, wenn er das Auto echt sieht, weil das Auto ist so unfassbar gut, dass er das, glaube ich, nicht glauben wird. Hat er denn sowas mit richtigen Autos normalerweise zu tun oder nur Videospiele? Das können wir ihn gleich fragen, ich weiß das gar nicht genau. Guten Tag. Guten Tag. Wer ist wer? Hallo, Jean-Pierre. Malte. Frank? Ja. Björn, du bist der Björn. Ich bin der Björn. Er ist schuld. Du bist der Björn. Er hat dich verführt. Ja, ja. Ich freue mich echt sehr, weil wenn ihr das Auto gleich seht, der ist echt ziemlich gut geworden. Ich bin echt total gespannt. Also ich finde es total cool, dass jemand das macht, hätte ich nie gedacht. Ja. Wir waren ja nie davon ausgegangen, dass das einer baut. Das war ja mehr so fürs Spiel. Man kann es auch eigentlich nicht bauen. Es sind ein paar Sachen dabei, wo das digital so geil gemacht ist. Und wenn du das Auto auch siehst, digital, du denkst, das kann man eigentlich bauen, aber der Baukasten des Autos drunter hat an diesen Stellen so massive Bauteile, dass dort diese Sachen gar nicht so gehen. Aber trotzdem, wir gehen mal rüber. Der ist gerade drüben unten beim Folieren, dann fahre ich noch einmal raus, dass wir ihn richtig sehen können. Sehr geil. Und hören. Nee, Klang ist fantastisch. Aber ihr habt im Digitalen den Motor falsch schon drin. Im Digitalen hatten wir, ich glaube... Den Lader vorne. Ja, den habe ich aus Daten, ich weiß nicht von welchem Auto der ist, habe ich aus Daten gezogen und den habe ich da rein an die Stelle, damit man den durch das Loch sehen kann. Ja, dachte ich mir. Damit da was ist. Weißt du, damit da was ist. Wo muss er hin? Ah ja, okay, da muss er da rein. Dann nur eine andere Brücke wäre doof gewesen. Ja, Haube haben wir gar nicht mitgemacht. Habe ich gesehen, ja. Weil wir finden es so ganz clean und man kann es immer noch machen. Ne? Also die Haube ist jetzt noch normal, aber wir gehen mal rüber. Aber euer Lader ist auch gut. Ja, freut mich sehr, dass ihr da seid. Ja, cool, dass ihr uns die Karre zeigt. Ja, geil. Und du arbeitest was genau? Der Mo hatte nämlich gerade eine Frage. Ich bin Designer, er ist auch Designer. Aber normalerweise Fahrzeugbau. Nein, Entwurfsdesign. Also schon, aber für ein nachträgliches, echtes Auto. Also nicht jetzt für Videospiele? Nee, das haben wir ja nicht. Wir haben das zwischendurch gemacht. Er hat auch schon so ein Ding gemacht. Es gibt drei von diesen Autos. Du hast den Groten gemacht, ne? Ja, genau. Den habe ich ja auch hier. Ja, genau. Das ist sein. Und wir machen mal rein so, eben das Auto. Ja. So zwischendurch Arbeit, so was du so nebenbei machst. Das ist nicht das. Ja, das sieht auch aus nach nebenbei. Locker flockig. Ja, da muss erst mal gefragt werden. Also du bist gar nicht von Gran Turismo, sondern von Volkswagen. Nein, von Voll. Volkswagen. Okay, okay. Nee, Gran Turismo, die Zusammenarbeit, die hast du damals organisiert, ne? Als bei dem ersten Auto. Weil das war für uns auch sehr spannend, weil ich kenne ja bei Volkswagen von ein, zwei Leute so. Mhm. Und dann ging die Frage nach da, dann ging die Frage aber nach Kalifornien, haben wir gemerkt, weil dort auch welche sitzen. Yeah. Und die von Kalifornien, die Anfrage ging nach Tokio, ging jetzt nach Japan. Und dann ging das hin und her und da dachte ich so, ja, jetzt kannst du es sowieso vergessen, weil ich kenne das selbst. Wenn die Stille Post so weit ist, sagt der in Tokio oder Japan sitzt, nee, das können wir bestimmt nicht machen. Und dann kam das Jahr zurück. Und dann dachte ich mir, okay, krass. Ihr hättet eigentlich nur auf der Heckscheibe schauen müssen, da standen die Namen drauf. Ja. Und dann einfach anrufen. Ja, einfach anrufen ist schnell gesagt. Komm, wir gehen mal rüber. Jetzt bin ich echt gespannt. Einmal rüberkommen. Jawohl. Ah, Latent Pornös. Sehr geil. Das ist ja der Hammer. Geile Säule. Ihr seid echt. Das ist ja geil. Ich habe den in echt nur nie gesehen, sondern nur in so einer VR-Brille, weißt du? Ja. Und da habe ich dann so hier so gedacht. Das ist größer als eine VR-Brille. Kannst du so machen. Ja. Ich mach mal die Musik aus. Das waren hier auch so die Ecken mit der meisten Arbeit. Hier das hier. Ja. Und dann das hier reinzuführen so. Und da muss ich jetzt mal ein paar Komplimente loswerden. Diese Stellen sind so feinfühlig gemacht, weil ich mache auch sehr viel mit sowas. Und gerade bei einem Porsche, da ist ein, zwei Grad, ein, zwei Kurven, die einfach irgendwie unnatürlich wirken. Dann wirkt so ein Auto ganz schnell plump und ganz schnell billig. Aber das ist so fein gemacht, dass hier der Beetle stehen bleibt. Ja, und dieser Radius, dieser Übergang ist so gut. Also das ist noch an derselben Position hier. Das genau. Und dann habe ich es ungefähr hier abgeschnitten und dann die angeformt. Und natürlich das größte Problem hier weggeschnitten mit dem Loch natürlich, klar. Und ich meine, wir haben das Ding im Spiel ein Stück versetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Was du ja machen kannst, weil es halt nicht echt ist. Ja, aber ja. Hier hast du ja, ich habe mich schon gefragt, wo du sagtest, ja, wir machen die Auspuffrohre. Und dann habe ich gedacht, ja. Wie kommt er da durch? Wie wird das werden? Also da haben wir, sind wir durchgestoßen durch den Rahmen. Haben den Rahmen aber einmal komplett geöffnet, um ihn zu versteifen, dass das Auto dort nicht schwächer wird und sind dann wirklich durch. Und jetzt sind beide Seiten in Funktion, also die Abgase kommen raus. Genau, und hier habe ich einfach vom Golf, vom R-Golf, von der Akrapovic-Anlage die Endrohre draufgesetzt, weil die hatte ich dafür Akrapovic gemacht. Mhm. Ich dann einfach da rein. Und dann war das aber hier zu eng.
Und deswegen das eingedrückt, damit es halt Platz ist. Richtig, bei dir ist es so mit so einer geilen Form. Ich habe nicht das Problem, ich kann ja einfach machen. Richtig, nur hier ist die Scheibe so nah, dass wir entweder auf Makrolonen umbauen müssen, aber so ein bisschen müssen wir das Budget ja immer im Dorf lassen bei so einem Auto. Ja. Was ich gesagt habe, wenn wir das außen mit dem Blech machen an der Stelle, ist es ja auch cool. Ja klar, das war ja so gedacht als Hitzeschutz. Genau. Nee, aber bei dir ist ungefähr so ein Stück, würde ich sagen. Ja, ja, so. Aber jetzt bei dem Thema Dach. Fällt nicht auf, ne? Kannst du so lassen. Also mein Traum wäre gewesen, habe ich ja auch in einem Video gesagt, dass man die Dachhaut raustrennt und dass man eine plane Dachhaut reinmacht, weil diese Linie ist ja für Volkswagen sehr böse. Das ist ja eine ganz geile Linie hier, die hier. Und durch Passanten, dass Leute drin sitzen müssen, kommt ja erst diese Beule. Und die Beule macht das Auto kaputt. Weil wenn du das rausnimmst und machst das Dach unter diesem Punkt, dass es da drin gespannt steht, wäre er wirklich bad boy. Ja, das haben wir gemacht. Das gibt in der Software, die ich da verwende, gibt es ein Tool, da kannst du Global Deformation, da kannst du praktisch hier so einen Kasten drüber setzen, kannst du Kontrollpunkte setzen, wo du sie brauchst und dann, und wenn du es nicht übertreibst, dann halten die Flächen auch zusammen, so wie sie sind. Wenn du es nicht übertreibst, dann reißen die ab, dann darfst du neu bauen. Aber im Wesentlichen habe ich das hier gemacht, und zwar hier ein bisschen mehr als da. Und dann habe ich das hier halt manuell wieder angeschlossen, weil das gibt dann hier einen Knick. Ne? Und dann musst du halt hier das Stück neu bauen. Aber das ist original und das. Mhm. Und ich habe, also die Linie liegt in den Daten genau an derselben Stelle wie beim Serienauto. Das ist genau gleich. Das Stück hier. Ne? Nee, wir würden auch sagen, wir haben ja die Daten von euch genommen. Genau. Also das Bodykit nach unten hin, von hier runter, 1:1. Wie im Spiel. 1:1 wie im Spiel. Eine Sache wurde modifiziert, und zwar ist die Lippe 1 cm dünner geworden. Das vorne, einfach nur wegen Böschung, weil die war so wild im echten im Spiel, dass wir die so ein bisschen entschärft haben, aber der Seitenschmäler hingegen ist wieder identisch. Genau, das sieht auch so aus. Ja, ich hatte das Auto dann genommen und wir hatten, ich hatte es dabei, so ein Blatt von Sony gekriegt mit diesen Vorgaben, was das haben muss für das Reglement in dem Spiel. Und da habe ich ja gedacht, okay, ach so. Maximale Reifengröße, maximale Breite. Und dann haben wir das halt da reingesteckt, ne? Und dann so, okay. Ganz kurz, ich habe schon ein paar Mal gesagt, original fahrt ihr 24 hinten, 23 vorne im Spiel. Ja. Das sind 22 rundum und sieht trotzdem krass aus. Wobei das hinten, also die Abmaße sind nicht hundertprozentig so wie eine genormte Felge wäre, sondern wenn man skaliert so ein bisschen. Mhm. Also es sind keine wirklich glatten Zollmaße dann. Und auch das hier weiter raus, natürlich, das kannst du halt machen im Spiegel, weil du musst ja nicht lenken. Ja, klar, nee. Also das machen wir doch in dem Video, der bekommt hinten noch das Sandscheiben, vorne lassen wir das so. Und das ist jetzt gerade die Folierungsphase, wir machen nicht das ganze Design drauf. Macht er die blauen Streifen hin? Nein. Ah, schade. Weil das Auto haben wir schon, ich zeig dir einmal ein Bild. Okay. Eine Sekunde, und dann sehen wir an seiner Reaktion nämlich schon ein Bild, was im Kalender sein wird. Und wir hatten grafisch so viele Probleme, dass wir es nicht geschafft haben, das Design in das zu machen, was ich dir jetzt zeige. Sekunde. Und zwar zeige ich jetzt ein Bild und ich denke, die Reaktion wird ganz krass. You will like it. Oh ja, das ist aber auch fit. Das ist aber ein geiles Bild. So, und das darf ich euch noch nicht zeigen. Und das haben wir so nicht das Design geschafft. Aha. Deswegen ist das Auto dort weiß. Und das ist für mich der beste Kompromiss zwischen ganz weiß und dem Design, was ihr drauf gemacht habt, was sehr geil aussieht. Und das Auto ist auch hinten nicht schwarz, was man auch nicht so wirklich merkt. Nee. Ne? Was noch fehlt, sind die Lichter, ne? Die haben wir. Ich bin nicht so zufrieden mit. Das sind halt Sachen, die kosten sehr, sehr viel Geld. Das sind so Bänder, Lichtbänder, die man auch leicht verformen kann. Die haben auch eine ähnliche Lichtkraft für hinten und für vorne. Aber wir haben uns so entschieden, dass sie erstmal nicht reinkommen. Viele von den Zuschauern wollen die drin haben, das habe ich auch gesehen, das weiß ich. Ich will die auch drin haben, aber dann will ich sie perfekt haben. Und das war nicht so umsetzbar. Ja, das kostet dann, gibst du 5.000, 6.000 aus für die Lichter nur. Ja, wir haben auch die Scheinwerferfunktionen sind im Spiel anders als in der Serie und so, das kannst du ja nicht umsetzen. Nee, aber die Scheinwerfer werden noch foliert, wie ihr es auch gemacht habt, was sehr wichtig ist. Also hier sieht man das ja. Dann sieht man auch, dass es nicht die Highline-Scheinwerfer sind. Genau. Genau. Stimmt. Das sind die anderen, die kleinen. Aber da die eh foliert werden, war mir das egal. Macht das nichts. Ne? Ja, was sagt ihr? Das ist mega. Also richtig. Sieht wirklich aus. Also, wenn ihr noch eine Rennstrecke stellst, dann könntest du ein Foto machen und denkst, dass das ein Spiel ist. Also, viele Leute dachten, es ist ein Spiel. Ja, ne? Wir haben ja auch diesen Thunder Bunny gebaut, diesen Golf 2. Der steht oben. Dieser ganz breite, genau, wo die Leute ganz lange in Amerika, im Ausland, die jetzt YouTube oder Jackie Performance nicht verfolgen, dachten, der verarscht euch die ganze Zeit. Das Auto ist nicht echt.
Ja, da gibt es doch so im Internet jetzt einen Haufen Leute, die so auf Instagram so CAD irgendwas hinbauen und dann so hier gucken. In Fußgängerzonen, die fahren dann auch in Fußgängerzonen. Und du denkst, die Leute denken, wenn du nicht im Thema bist, das ist auch das Recht. Die einzige Idee, die Sony auch nicht im Spiel umgesetzt hat, waren hinten diese Klappen, ne, diese Bretter. Ja. Die waren so gedacht, okay, aerodynamisch bessere Abrisskante und wenn er lenken würde, wie so ein Flugzeugsteuer, würden die sich bewegen. Aber das haben die nicht gemacht. Das ist eine, weiß nicht, okay, nicht reingekommen. Also die Idee war, dass die sich bewegen sollen? Das sollte sich bewegen, aber das ist dann irgendwie untergegangen. Das sollte dann, ne, wenn du in die Kurve fährst, kann er so ausstellen und dann kann er den hinten rein oder rausdrücken oder so. So wie bei den Nesca-Autos. Das hört sich vorher. Aber das finde ich auch cool, ja, das ist richtig geil. Ja, der Spoiler ist kleiner, das ist ein Spoiler. Ja, ich hab's gesehen, der ging bis hier. Ja, der Originale geht halt bis hier. Das war für uns preis-leistungstechnisch das Beste. Das ist derselbe Spoiler, wie zum Beispiel die Autos fahren. TCR? Ja, wie ein TCR. Da kam der auch her. Also diese Idee war von dem GTI-TCR, genau, der damals mit dem Schwanenhals-Spoiler lief gerade. Und da habe ich das gedacht, okay, das machen wir genauso. Bauen wir das da ein. Und dann habe ich halt den dazu hingebaut, wie beim TCR auch. Was noch ist, wir haben das Armaturenbrett ein bisschen umgebaut. Ich mach den mal an. Der braucht gerade auch Strom. Hier drin ist bestimmt cool. Aber was ich sehr geil finde, ist, dass ihr den 15 eingebaut habt. Ja, weil alles andere wäre so ein bisschen. Das ist richtig gut. Aber du hast eine Sportstellung, habe ich im Video gesehen, damit er Flammen wirft. Genau. Also Sport bedeutet Flammen. Das finde ich richtig geil. Hier heißt Sportflammen. Das finde ich ja richtig geil. Nein, aber ich freue mich sehr. Das ist für mich auch ein geiles Gefühl, weil ich glaube, für dich muss es auch geil sein. Du sitzt da und baust dieses Auto. Auf eine Messe in Schoker schieben. Das ist fantastisch. Darf man fragen, was du sonst so für Autos bei VW designt hast? So also wegen Schoker den ID Buggy, das war meiner zum auch Beispiel. Auch geil. Okay. Und GTI so an Autos, Facelift, die so gibt? Ganz kurz, die Buggy-Idee entstand, wo wir den gebaut haben. Nee, war ja, das ist ja entstanden, die Idee schon. Wo wir den gebaut haben, wo der ohne Kurflügel stand, den 22ern, da stand ich in der Werkstatt und dachte mir so, genau, Scheiße. Genau, da hast du ja so ein Scheiße, wir machen vorne einen Motor raus, machen den Motor hinten ran und bauen einen... Ja. Bauen einen V8 Beetle Buggy. Das ist aber auch noch ein Projekt, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir haben noch viele Ideen. Aber cool ist, es war ja eigentlich ein Designprojekt mal, aber es sieht halt authentisch nach Rennsport jetzt aus. Ne? Also man denkt, es wäre halt ein echter Rennsportwagen. Ja, nee, es fährt auch gut. Also wir haben noch ein bisschen das Thema Fallgängigkeit auf der Vorderachse. Was ich euch sehr gerne mal irgendwann zeigen würde, wäre halt einfach der Longtube Krümmer. Gepaart mit den beiden Dämpfern. Und dem Austritt der Abgase an den Türen macht das Fahrerlebnis das wirklich, wirklich was. Die Rohre sind da, wo sie raus, nämlich bei den Ohren. Volles Rohr. Ein, zwei kleine Details müssen wir noch machen, aber zum Zeigen für euch finde ich es schon so ganz gut. Freue ich mich. Das ist echt auch so die Qualität, die der Prior da gemacht hat. Wahnsinn. Das ist echt, würde ich sagen. Hm? Auch Rot, die Form hat auch einen guten Job gemacht. Ja. Also die Felge in dem Spiel war ja eigentlich schon mal eine Evolution von einer anderen Felge, von einem Joker, was Frankie gemacht hat. E-Bugs, ne? Okay. Das ist Elektro-Beetle mit dem ganz flachen Dach. Weiß ja, ich bin ja auch so ein Weißer. Nee, ein Weiß? Mhm. Das ist dann so die Leichtgewicht-Evolution von den beiden. Ja, geil. Ich freue mich. Aber das ist richtig. Könnt ihr gerne reinsetzen, könnt gerne jetzt rausfahren. Ja. Ist gerade ein bisschen schwierig. Ist schwierig, da steht sowas. Ne? Kriegst du nicht so gedreht jetzt. Das ist so ein bisschen bei uns, ist immer eigentlich einer der coolsten Momente, wenn bei uns die Designs, das stehen natürlich immer noch in der Skizze im Kopf, klar für Photoshop, aber wenn das erste Mal dann aus den Daten dann ein echtes Modell wird, das ist immer abgefahren. Cool, ne? Das ist immer cool, das ist immer ein magischer Moment. Das ist genau wie jetzt, ne? Weil, und ihr seht es halt fertig, ne? Ja, weil es halt, nicht in Schritten. Es ist halt immer ein bisschen noch ein Baby, ne? Das hört auch nicht auf. Wie lang? Wie lange gebraucht, das kann ich ganz schwer sagen, weil wir das ja zwischendurch immer so mal eine Stunde Zeit, jetzt kommt basteln an dem Ding. Und das wird natürlich verselbstständigt sich. Weil natürlich jeder sagt, oh geil, komm für die Playstation und dann so scheiße Termine versäumt, so, ne? Solche Sachen passieren dann. Aber schön, solche Infos haben wir ja nicht. Ich würde sagen, die Daten für das aufbauen, du baust es halt im ersten Schuss, dann kommt noch der Chefdesigner oder hat noch Änderungswünsche oder sagt, vielleicht da oder da, dann baust du nochmal und so. Es gibt ja mehrere Präsentationen dann.
Ich glaube, die erste Phase war 3 Wochen und dann war Entscheid und dann haben wir dein Auto dann fertig gemacht. Ist schön zu hören, wir sind natürlich kein Vergleich zu einem Volkswagen, aber es ist bei uns auch ähnlich. Das ist das Erste, dass du dann dran bleibst und dann auch durchziehst, weil du verwirrst dich nur selbst. Wenn du dann mehrere Dinger da auf dem Tisch liegen hast, dann findest du das Element da geil, versuchst du Elemente zu verbinden. Die kann man aber eigentlich gar nicht verbinden, weil sie dann, weil es dann wirkt nicht wie ein Guss. Aber das Auto, sonst hätten wir auch nicht das Geld in die Hand genommen oder das investiert. Ich fand, es ist das schönste Auto im Spiel, finde ich wirklich, sonst hätten wir es nicht gemacht. Also ich finde es wirklich eines der geilsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Weil es einfach so von der Proportion so widerlich gut ist. Und dann halt das Highlight mit der Abgasanlage ist halt so, wo ich weiß, wenn das Auto auf der Messe steht, die Leute werden so... Scheiße, ja, Mann. Ne? Und ich glaub, das war da hat es noch nie einen Auspuff gegeben. Nee, glaube ich. An dieser Stelle hat es noch nie... In den 30. Ja, aber dann war das ein Meter hinter dem Vorderrad. Mm. Da war noch mal ein Rad dazwischen und dann kam der Auspuff, weißt du? Das ist das, was diesen, unseren Job... der manchmal auch anstrengend ist, ne? Aber zum Traumjob macht, weil wir denken uns was aus, dann finden es Leute gut, dann wird es Realität und dann gibt es Leute, die kaufen das oder Spinner wie ihr, die es dann einfach bauen, weil sie es geil finden. Ja. Und das ist halt das größte Geschenk eigentlich, was du einem Designer geben kannst, dass du die Idee Wirklichkeit werden lässt, weil du sie selber halt so geil findest. Ja, ja. Und ist auch ironisch, dass eigentlich, als wir es damals gemacht haben, das Projekt, da gab es halt von Gran Turismo den Auftrag, ein Gruppe 3 Auto zu machen. Da haben wir das Ding abgeliefert und die haben gesagt, wir sind im Beetle jetzt nicht da, als Gruppe 3 Auto. Ne? Und jetzt hat das Ding halt so mega Erfolg und die Leute lieben das. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen den Beetle machen, wir machen den. Das war auch, glaube ich, in den YouTube-Filmen, da als das rauskam, das Spiel. Das war, bevor das verkauft wurde, hatten so ein paar Gamer das zum Testen. Und hast du mir, glaube ich, geschickt, hier, guck mal dein Auto auf YouTube. Und dann hat er auch so gesagt, ja, das ist das ungewöhnlichste Auto gewesen und der fand das auch richtig gut. Und die bei Sony haben auch umgesetzt, dass da Flammen rauskommen, fand ich richtig gut. Und das war für den das Highlight. Da hat er dieses Auto da drin gehabt. Ich meine, normalerweise ist ja so, einer bestellt bei uns einen Entwurf, ne? So der Chefdesigner. Und dann ist das Ding bestellt, wird so gemacht, wie er es will und fertig. Aber hier ist das Besondere, dass du das gebaut hast, weil du es halt geil fandest. Das finde ich fast noch besser als sonst, weil das gibt es normalerweise ja nicht. Normal ist es ja fertig. Und für uns ist es ja auch immer, wenn wir so ins Quatschen reinkommen, eine unheimliche Reise, weil das war der billigste Beetle, den es gab. Ja? Die Scheinwerfer. Ja, das war das Billigste, was du irgendwie bekommen hast. So. Und dann hast du diesen Traum. Und du siehst im Videospiel, kannst du lenken und fahren und sowas. So. Und dann kaufst das Ding an einem Freitag, gehst samstags früh in die Werkstatt und stehst vor diesem Haufen Elend. Und du im Kopf stellst du dir vor, nein, 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 das geht. Das geht geil, das wird genauso wie im Spiel. Und für uns als Firma ist es auch jedes Mal geil, weil es ist ja teilweise sogar geiler als im Spiel. Und es ist halt dann dieses Auto und diese, wie viel Energie du auch brauchst auf der Reise, weil am Anfang ist es gar nichts. Also bei aller Liebe, ne? Am Anfang ist es einfach nur nichts. Das ist eine Spinnerei eigentlich ja nur. Ja, nee, und dann brauchst du ja von den Kurbeln über die Stoßstangen, über die Radraumfreigängigkeit. Dann haben wir auch einen Rahmenschnitt gemacht, weil die Antriebswellen in der Position, weil wenn du die Räder in den Wagenkörper so reinschiebst, dann hast du ja einen viel höheren Radaufschnitt. So, was meinst du, was die Antriebswelle gesagt hat? Das merkt die nicht. Nö. Ja, das geht gar nicht. Also das geht gar nicht. Da, wo der antreibende Antriebsstang durch muss, ist Rahmen. Ja. Und dann stehst du trotzdem an diesem Samstagmorgen in der Werkstatt vor diesem Serien-Beetle. Ja, das wird gut. Kommt dann nicht auf der Punkt, wo das Ding total zerpflückt ist und du dann denkst so, na, ob das noch wird? Kommt der Punkt irgendwann? Oder also ja, also ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Ich zeige den Jungs noch ein paar andere Autos, die ihr alle kennt schon. Und dann zeige ich euch mal, wie zerpflückt was sein kann. Sprich, 500e. Tschüss. Ach, danke. Hau. Mir wurde gerade gesagt, ich muss noch kurz was sagen, weil wir aus der Moderation schlechtes in den Porn kommen von dem Beetle. So, ja, der steht jetzt hier. Hört sich an wie bei dem 996 GT2. Ich weiß zwar nicht, warum ich alles wieder drauf komme auf 906 GT2. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlen noch ein, zwei Sachen, die jetzt nicht pünktlich so gekommen sind. Und zwar das Thema Schaltung. Mhm. Und ich bin gerade zu faul, um noch hinten Distanzscheiben zu stancen. Stance. Aber das ist ja nur minimal. Das ist wirklich. Na, geht, Digga. Es wird optisch viel ausmachen, aber. Ja, denke ich auch. Also ich glaube, das wird eine ganze Menge ausmachen. Aber wir machen jetzt noch einen Pörnskin und dann gibt es nochmal ein Video, wo wir dann die Schaltung einbauen. Mhm. Schaltung gepaart mit Distanzscheiben und dann habe ich auch die Motorthematik schon repariert. Und dann fahren wir auf Zeiti. Zeiti-Zeit. Zeiti-Zeit.
Genau, aber ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch schaffen, wegen Wetter, weil jetzt haben wir wieder diese Phase. It's raining, man. Oh, ich bin aber echt noch nicht so wach, merke ich. Puls ist da? Hm? Puls ist da? Puls habe ich gerade noch so. Läuft gerade noch mit Starterbatterie. Ich nehme mit so einem Booster, weißt du, habe ich so einen Koffer dabei immer. Also, wir machen jetzt noch Pernskin, aber da ich noch nicht so fit bin, machen wir ein bisschen. Hast du schon geschnitten? Nee, ne? Nee. Perfekt, mit ruhigerer Musik, okay? Okay. Weil ich finde, wir machen viel Ram-Tam-Tam-Tam, das ist ohne Ram-Tam-Tam. Weil ich bin noch nicht da. Jetzt sage ich Tschüss.